Also hier auf der Seite vom Monument hier, auf den Stränden vom Omaha, da ist das Zeichen der neuen Weltordnung, wie auf dem Dollar. Ne? Und ich mache das ganz kurz, weil ich habe schon auf Englisch gemacht, aber es ist schon wichtig genug, nochmal auf Deutsch zu machen. Da liegen all die Leute. So. Also die neue Weltordnung hat alles befehligt. He? Das ist die Horus Matrix. Schau mal in meine Filme. Und hier auf die andere Seite vom Monument sehen wir das andere Teil vom Dollar. Ne? Diese Leute mit dem Israel-Stern. Und diese Leute haben ihr Leben gelassen für den Dollar, könnte man sagen. Da. Und D-Day fand statt am 6. Juni, was der 6. Monat ist, am 6 Uhr. 6, 6, 6. Das war ein satanistisches Ding. So, Sacrifice. Komm nicht aufs Wort. Also. Ja, so das Ganze war dann ein Opferritual. Ne? Das ist die Horus Matrix. Schau mal in den Film, um das zu verstehen. Ja. So. Also hier die europäische Religion, unsere, gegen all diese da von diesen äußerlichen Mächten, die uns beherrschen und überherrschen. Mit all ihren Glaubensrichtungen, die wir da glauben sollen und so unter Zwang, ne? Das ist unseres. Omaha, das magische Kreis. Gegen die Pharaonen. Also hier habe ich am Strand vom Omaha Beach die Strände des Omaha und D-Day. Zweiten Weltkrieg habe ich einen magischen Kreis hier gefunden vom Pilzen. Also ich glaube nicht in Gott oder so, aber vielleicht gibt es trotzdem etwas. Also mache ich ein kleines Gebet. Bitte gebt mir die Kraft, damit wir diese Pharaonen und das Böse da vernichten. Diese Templer und diese Schweizer, die all diese Kriege finanzieren. Die müssen vernichtet werden für die Menschheit. Naja, mal gucken, was bringt, ne? Da sind wir wieder. Hoppla.